Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reisebericht über unseren Sommerurlaub in Südafrika. Wir sind nicht die typischen Südafrika-Touristen, wie ihr feststellen könnt, sondern wir sind ohne männliche Begleitung unterwegs gewesen, was aber gar nicht gefährlich war und wir haben es überlebt. Beginnen wir mit Kapstadt, und zwar der Cape Paradise Lodge. Sie wird von zwei deutschen Einwanderern geführt. Im Zimmer hat man einen sehr guten Ausblick auf die Stadt und hinter ihr befindet sich der Tafelberg. Den wir auch gleich bei unserem ersten Ausflug besucht haben, wo wir mit der Seilbahn, die Kabinen drehen sich um 360 Grad, auf den Berg gefahren sind und einen super Rundumblick genießen konnten. Ein paar Tage später, da wir in Kapstadt ein paar Tage verweilten, ging es nach Hermanus. Wir übernachteten dort eine Nacht im Windsor Hotel, welches sehr nah am Meer gelegen war. So konnten wir die atemberaubenden Wellen sehr gut beobachten und am Abend sind wir am Hafen essen gegangen. Als nächstes, also am nächsten Tag, ging es nach einer vierstündigen Autofahrt nach Oudtshoorn zu de Sequo Farm. Die Landschaft auf der Autofahrt war sehr schön und abwechslungsreich im Gegensatz zu Österreich. Wir wurden dort mit einem sehr schönen Sonnenuntergang belohnt und einem sehr komfortablen Zimmer. Deshalb mussten wir am nächsten Tag aber auch schon wieder früh aufstehen. Weil wir nämlich Erdmännchen beobachtet haben, die in der Früh aus ihrem Bau geschlüpft sind und die Umgebung erkundeten. Sehr herzig. Am Nachmittag besuchten wir auch eine Straußfarm, wo wir alles Wissenswerte über diese großen, interessanten Vögel kennengelernt haben. Ein paar Tage später ging es dann nach Gneisenau zum Gneisenau Lock-In, welches fast zur Gänze aus Holz besteht. Wir mochten diese Lage von dem Hotel sehr, da man sehr gut einkaufen konnte in der Umgebung und man auch leicht zum Hafen hatte. Dort kauften wir zum Beispiel meine Bluse und dieses Bild. Und ja, dann ging es auch schon zu unserer letzten Station, zum Edo Elephant Park. Um genauer zu sein, zur Dung Beetle Guest Farm, welche aber leider sehr schwer zu erreichen war, da unser Navi ein veraltetes Kartensystem hatte, was man unbedingt beheben sollte, damit andere keine Probleme haben. Auf unserem Ausflug in den Safari-Park von Edo sahen wir Elefanten, Gnus, Warzenschweine und auch Zebras. Und ja, wir hoffen, euch hat dieser Reisebericht gefallen und ihr habt jetzt auch Lust, nach Südafrika zu reisen, denn das können wir sehr gut empfehlen. Tschüss. Tschüss.